Wir sind wieder zurück bei Asterix und Obelix und ein wenig nach vorne gegangen. Also da, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Um euch einfach den Anfang zu ersparen. Falls wir es schaffen, zu überleben. Drüben ist was zu essen. Kannst du dir nehmen? Schade, dass ich den Hund da nicht hinschicken kann. Von hier die Dingsattacke? Weil ich auch nicht weiß, ob wir jetzt nach links oder rechts machen. Nach links. Ja, links oder geradeaus. Nach links. Nimm du. Warte mal. Können wir zumindest kurz angucken. Sieht mir für den heutigen Durchgang zu gefährlich aus. So sieht's aus. Da stehen welche. Die ganze Bildschirm wackelt. Oh. Guck, da ist er. Ich brauch den Magneten. Gehen wir jetzt erstmal oben lang und machen da das Platz? Oder? Wir kommen da nicht hoch. Sind wir da nicht dran? Nee, da sind. Achso. Die hier hinten? Warte mal. Also, ich hätte jetzt hier vorne erstmal das Tor geklärt. Nee, wir gucken mal nach hinten, was da Weil ist. Weil da nämlich auch der Hebel ist. Ja, wir gucken mal nach hinten, was da ist, wo es da hingeht. Nicht, dass es da hinten. Wasser. Ja, aber da geht's. Aber da hinten ist Wasser. Hier gibt es zum Beispiel was zu essen. Das ist schon mal erstmal nichts Verkehrtes. Hinten möchte da irgendwas. Oh. Da oben. Möchte ich hin. Der erste von vier Würfeln. So, jetzt aber. Den hat's platt gemacht. Ja, warte mal noch. Na. Dann bin ich die, der so anziehe, macht's nie immer gleich platt. Also du triffst mehrere mit einmal hin. Gut. Auf los geht's los. So, hier war jetzt ganz viel. Achso, ja, warte. Die können wir ja vielleicht hier zum. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. So, gut. Vorteil verwenden. Das sah schon tot aus. Oh, ah, aber da oben. Ja, ich würde ja hier oben lang, unten lang gehen. Ja, Vorsicht. Warum stehen viele? Gut, das hier müsste fast eine Kettenreaktion auslösen, wenn die da startet. Aber wo ist der denn? Hm? Ist das da vorne links schon einer? Ja. Oh, ja, da ist er.
Warte mal, ich versuche das mal von oben. Vielleicht geht das ja bei den Bomben. Das hat sie zumindest an den Zweck gepusht. Da wie kommen wir zu dir hoch? Müssen wir irgendwo da oben. Also wir gehen erstmal hier lang hoch. Okay. Achso, das ist ja schon wieder so ähnlich verarscht euch. Ja. Oh. Seltsam Ding. Grafik. Ich bin für so etwas zu müde. Tot. Lauf, lauf, lauf! Lieber dann nach unten jetzt. Nach unten. Hier noch. Und jetzt hier nach unten. Und dann die Brücke hoch. Vor allem, wie sie alle nur abgehofft sind. Oh, pfff. Haben wir doch. Alles easy hier. So, Herr General. Und weg. Weg damit. Wieso ist hier was zum Unterlassen? Er konnte sich nicht mal umdrehen. Ups. Verdammt, Vorsicht, ich bin tot. Was? Ich habe bis jetzt durchgehalten, nicht zu sterben. Ich vermute, den müssen wir eskortieren. So ein Blödsinn. Oder dahin wäre Geheimnis gewesen. Aber gut, solange wie wir jetzt an dem Level gebraucht haben. Ja. Reicht mir das auch. Ich habe sogar fast Gold gefasst auf dem Level. Ja. Das Doppelalbum. Mhm. Eine Never-Ending-Story. Das sind halt die harten B-Seiten. Zum Glück wart ihr da. Sie haben mich wegen nichts und wieder nichts festgenommen. Bei Baal, seit wann muss man für einen Parkplatz bezahlen? Keine Sorge. Wir sind immer für unsere Freunde da. Unterdessen haben wir... Habt ihr es geschafft, alle Fragmente zusammenzubringen? Wäre das nicht Bravo. Passiert. Miraculix hat gesagt, dass der Kristallhinkelstein uns den Weg zu Edda zeigen wird, sobald alle Teile wieder zusammengesetzt sind. Aber ja, mein Hinkelstein hat unglaubliche Talente. Stimmt ihr mir zu, dass es trotz allem ein bisschen seltsam ist, dass ein Hinkelstein auf seinen Hersteller verweist? Leise, er spricht mit mir. Wir Normalsterbliche können die Hinkelsteine wohl nicht verstehen, Epidemais. Hinkelstein in meiner Hand. Wo ist die Edda? In welchem Land? Unglaublich, es funktioniert. Kennst du diese Richtung, Epidemais? Ja, Galia. Und ihr auch. Denn alle Wege führen dorthin. Nach Rom. Rom! Genau wie Epidemais feinsinnig bemerkt hat, führen alle Wege nach Rom. Selbst die Seewege.
Und so machten sich unsere Helden auf zu ihrer vierten Überfahrt an Bord des phönizischen Bootes. Schon bald legten sie an einem Strand von Ostia an. Und als es darum ging, Abschied zu nehmen, konnte Epidemais sich ein Freudentränchen nicht verkneifen. Schließlich war es für ihn die letzte kostenlose Überfahrt. Nach einem letzten Lebewohl an den phönizischen Händler machten sich unsere beiden Helden und ihr kleiner Hund entschlossener denn je auf den Weg in Richtung der römischen Hauptstadt. Ich hoffe, wir können vorher noch was kaufen. In Rom müsste es jetzt die größten Sachen geben, also. Das ist übel. Da komm mal. Geht doch nicht mehr raus aus Rom. Wir sind Gefangene. Ja. Fängt ihr gut an. Guck mal, ich glaube, ich hab das Gefühl gerade gesehen. Ganz wie oben drauf. Da komme ich nicht dran. Oder doch. What? Nee. Aber nee, das war was anderes, okay? Aber da scheinen wir auch irgendwie, also sind ja auch Kisten, da scheinen wir auch irgendwie. Ja. Ah, okay. Ah, du kannst das. Au. Machen wir jetzt die 90er Mod. Genau, da komme ich bestimmt hier irgendwie rauf. Oder ich ziehe es einfach runter. Nee. Also. Das ja, aber du kannst. Achso, du wolltest da drüber. Ja. Und Dinge tun und so. Sag was. Komm her. Nein! So, oder doch? Das sind zwei Dinger. Ja. Was zum Essen? Ich hab zu spät gesehen, dass ich schon voll bin. Ich nicht, nicht! So, komm hier. Siehst du, so kommt man da ran. Hier gibt's sowas ähnliches. Hin, das musst du bestimmt auch abbrennen. Zu ungeduldig. Ja, ich glaube, ich musste schon erst rundherum dingsen. Aber da drüben ist ja eigentlich. Oder geht es da noch weiter? So, nee, da ist ja nichts. Oder? Na gut. Hier ist ja wenigstens kein Geländer. Ich hab doch einen Böschetrap verbrannt, da wir. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Kannst du auch einfach runter?
Ich hab hier auch Feuer. Ich möchte auch mal Feuer. Ja, ich hab dir da Feuchtes gemacht. Da seid ihr ja endlich. Die beiden Gallier, die ich als Reinigungsverstärkung angefordert habe. Ich bin Fake News, Verantwortlicher für die Gärten Cäsars. Und ich hab schon gedacht, ihr kommt nie. Kennen wir diesen Römer, Asterix? Es muss sich um eine Verwechslung handeln, Obelix. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ach, diese Gallier, immer dasselbe. Wenn sie nicht zu spät kommen, streiken sie. Und umgekehrt. Was ist los, Römer? Ist heute ein besonderer Tag? Selbstverständlich. Der Tag des Kulturerbes Cäsars. Der einzige Tag im Jahr, an dem die Menschen von Rom das Kulturerbe von Cäsar bewundern können. Seine Villen, seine Paläste, sein Forum und seine Gärten. Und dieser ganze Mist interessiert die Römer? Die spinnen die. Nun gut, genug geschwatzt. Wir sind spät dran. Mein Feuer. Zu spät? Bist du verabredet, Fake News? Keine Zeit zu trödeln. Die Gärten sind noch nicht vorzeigbar. Cäsar hat mir dies deutlich zu verstehen gegeben. Von den Spitzen der Zedern bis auf den Grund der Teiche. Seine Gärten müssen ihm würdig sein. Sie müssen perfekt sein. Und wie man bei uns sagt, labor omnia vincit improbus. Sag mal, Asterix. Werden wir jetzt Gartenarbeit machen? Wir machen das, um unerkannt zu bleiben, Obelix. Unser Ziel ist und bleibt, Edda zu finden. Zum Glück haben wir deinen Hinkelstein, der uns den Weg weist. Das stimmt. Ohne ihn wären wir völlig planlos. Ja. Er zeigt uns, was wir jetzt machen sollen. Fangen wir mit etwas Leichten an. Verbrennt 3 Laubhaufen. Ich habe allerdings keine Fackel bei mir. Keine Sorge. Fakenius, oder wie der auch immer ausgesprochen. Wir werden mit dem zurechtkommen, was wir zur Hand haben, nicht wahr, Obelix? Ach so, oh, na gut. Du hast recht, Asterix. Ich glaube, was wir brauchen, haben wir zur Hand. Du musst die Fackel eh aus dem Weg räumen, weil das nämlich die Schiene für... Wir sollen erstmal 3 Laubhaufen. Ich glaube nicht, dass das die Laubhaufen sind. Komm. Aber das geht nach unten. Hier. Hey! Ich glaube, was wir hinten noch. Ich glaube, wir müssen noch mehr machen. Was machst du denn schon wieder? Nee, kann man dich alleine lassen. Jetzt lass die Fackel endlich stehen. Nein, ich will auch. Komm. Ach, es ist schön, nach Rom zurückzukehren. Nicht wahr, Asterix? Ich mag diese Stadt, aber ich hätte keine Lust, hier zu leben. Jetzt kann ich sie auch verbrennen. Ah, es werden hier immer mehr. Warum erkennen die uns eigentlich als Feinde und hier und der Gärtner hier nicht? Weil er ignorant ist. Ha ha ha!
Warum rennen die eigentlich hier plötzlich dran auf? Zum mal Erfahrung Poken. Wir müssen noch da eh noch. Habe ich ein Glück, euch zu sein. Fotos von Höhle. Wie ich immer zu sagen pflege. Wisst ihr, in den Schatten erwachten seltsame Dinge. Die Feinde des göttlichen Caesar haben sich zusammengeschlossen, um den TKC ein Ende zu bereiten. Dem was? Junger Mann, du musst besser aufpassen. Dem Tag des Kulturerbes Caesars, kurz TKC. Ein weiterer Hinweis darauf, was hier vor sich geht. Zwei Wasserabflussgitter sind verstopft. Solange die Gitter verstopft sind, können die Fontänen nicht gespeist werden. Kümmert euch drum. Geil. Ich habe das Gefühl, dass das... Wir übernehmen das. Geschichte. Ja, das war mir klar. Kein Problem. Liegt eher auf unserem Weg. Bei der Schönheit Minervas. Ihr helft mir wirklich aus der Klemme. Siehst du? Da. Achso, Zauber dran. Hallo, wie viel ist das wieder? So, nur die Dinger befreien. Achso. Guck mal, ich kann die Ringe im Brand setzen. Kommen sicher da auch noch irgendwann hin. Niemals. 3 Stunden später. Ja. Ohne irgendwas erreicht er. Ja. Ja, du musst da schon auf die Säulen jetzt. Ich glaube, das ist hier hin. Ja, aber hier hinten ist nichts. Siehst du. Du musst schon auf die Säulen und irgendwo hinhüpfen. Würde ich sagen. Weil er nämlich nach da oben zeigt. Wenn ich hier ins Wasser gehe, bin ich bestimmt. Aber ich habe heute Morgen doch schon geduscht. Immer noch die gleichen, da kommen wir immer noch später hin. Niemals! Was? Genau wie? Was ja, ist hier oben? Ist denn, glaube ich, hier oben? Doch. Na dann, mal da. Kannst du es auch hoch nicht hüpfen? Da ich gar nicht hüpfen kann. Jetzt hat er sich geändert. Achso, naja, jetzt sind hier die Springbrunnen an, das war ja das, was er gesagt hat.
Rennt mal bitte nicht so weit. Es ist ungünstig, wenn ich die Kamera nicht mehr sehe. Hey, die Kamera hat so ein Faible für dich. Ja, das haben wir ja im Trine gesehen, was für ein Faible Kameras für mich haben. Was zur Hölle? Da drüben sind irgendwie... Kommen wir auch mal irgendwo noch hin. Hallo? Kannst du hier hoch und runter? Ja, also du kannst zu mir hochkommen. Ich passe da nicht durch. Ich hab da noch nie durchgepasst durch die kleinen Türen. Also ich kann es gerne versuchen, aber das Ding ist deutlich größer als ich. Oh, sorry. Oh, ich sehe nichts. Müsste man dann zu dir ziehen. Das da ist Zaubertrank. Ja, so bist du auch gegangen. Was hast du gemacht? Was ist das für eine Verarsche? Ah, alles kriegst du kaputt. Du musst doch nur mit dem Feuer da dran. Bin ich ja. Da hat das plötzlich irgendwo hingestellt. Ah. Oh, was können wir? Na komm. Ja, was heißt da kommen? Ich muss da vorne das kaputt machen. Hier kann ich rüber kommst. Was machst du? Was machst du? Du hoffst, dass ich jetzt zu dir komme? Nein, ich hätte so. Ich geh besser. Der Schalter ist ein bisschen buggy. Gerade umgebracht. Ja, ja. Ach, dann mal weg. Vielleicht kommst du ja bei mir um an. Du stirbst gerade. Aber ich vermute fast, dass hier gar kein Punkt für dich angedacht ist. Ah, ich weiß zumindest nicht, wo ich bin. Ja, du wirst doch gerade verprügelt. Genau, da hinten, weiter unten rechts in die Ecke irgendwo. Genau, da unten vor die Gitter. Was ist denn da noch alles? Ja, hier geht's ja auch noch irgendwie weiter. Bringt nichts. Hm. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Aha. Warte mal. Achso, doch, du kannst die alte Feuerschale vielleicht nehmen. Ja. Das war auch gerade mein Gedanke. Mach den nicht auch wieder kaputt. Nein, ich lasse das da hinten sein. Was auch immer. Zumindest mache ich erstmal das da kaputt. Dann kann ich ja nochmal das. Aber jetzt habe ich mich um die Möglichkeit hier runterzukommen. Ja. Das ist so nicht angedacht. Hast du stehen, das kannst du nicht mitnehmen.
Was machst du? Du musst hier schon rüberrollen, ne? So. Du musst da oben bleiben. Das war jetzt mir noch nicht weit genug. Ich war noch beim Feuer. Stehen lassen. Meine Aufgabe. Du hüpfst hier rüber, ich dreh dich rüber. Du hüpfst hier rüber. Ich dreh dich wieder rüber. So, dann wartest du, bis ich gleich runterkomme. Irgendwie. Hab grad nicht viele Möglichkeiten zu haben. So, wo bin ich da? Bett, bevor wir da hochgehen. Zaubertrank. Warum gibt es hier eigentlich so viel Zaubertrank? Jetzt können wir hier, glaube ich, auch ziehen. Nee, da oben rechts müssen wir weiter. Ja, ja. Dachte, da müssen wir zu den Römern. Oder kommen wir zu den Römern, die man da. Mir alle auf den Keks geht. Ich will doch einfach nur meinen Hinkelstein benutzen. Gelangt zum zentralen Platz und versucht unterwegs die Gärten zu säubern. Aber gerne. Siehst du, wir kommen gar nicht mehr zurück. Im Garten spaziert man. Hä? Spazieren macht Hunger. Findest du nicht auch, Asterix? Wir machen ein anderes Mal ein Picknick, Obelix. Und zwar erst in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder. Tschüss.